Hallo Freunde vom YouTube-Channel 7 Slots and 4 Wheels. Große Veränderungen kündigen sich manchmal ganz klein an. Deswegen heute ein kleines Video zu einer künftigen großen Veränderung. Jeep hier wird höher gelegt. Das liegt nicht nur daran, oder das hat nicht nur den Vorteil, dass er etwas höher kommt und etwas mehr Bodenfreiheit hat. Siehe zum Beispiel unser Video in Westpommern in Polen, als es da teilweise am Limit war. Ich verlinke euch das hier oben. Sondern es geht vor allen Dingen um die Auflastung, das heißt also um das Gewicht. Wie ihr seht, ist ja eine ganze Menge schon drauf. Das Dachzelt von Alucap, die Markise von Alucap, der Dachträger von Frontrunner und die Küchenbox und der Kühlschrank, all das bringt Gewicht mit sich, sodass es also notwendig ist, das Auto etwas aufzulasten. Das heißt, 350 Kilo circa kann es dann mehr tragen und deswegen also auch das neue Fahrwerk. Seid gespannt, welches es werden wird. Darüber gibt es dann ein extra Video. Heute erst einmal die Ankündigung dazu. Es kommt des Weiteren die Stoßstange kommt ab. Es kommt dann eine Stoßstange aus Alu daran. Lasst euch überraschen, welche. Und natürlich mit einer Seilwinde, sodass man sich bei einer entsprechenden Situation auch selber helfen kann, sofern Bäume in der Nähe stehen. Ja, also seid gespannt, was das wird. Lasst euch überraschen. Demnächst gibt es dann wiederum ein Video mit den Ergebnissen. Ja, schauen wir uns nochmal den Status quo an. Im Moment ist also hier noch diese große Stoßstange laut EU-Verordnung notwendig. Die wird also nicht mehr so groß werden, die neue, und natürlich nicht mehr aus Kunststoff sein. Dann werden dort neue Räder notwendig sein, da es durch die Höherlegung komisch aussieht, wenn man dann halt diese da doch etwas kleineren Räder verwendet. Also seid gespannt und guckt euch das an. Außerdem seht ihr noch eine Veränderung oder eine Ergänzung. Hier ist eine Antenne. Da ist also ein Funkgerät eingebaut. Das zeige ich euch demnächst auch nochmal. Die Folierung, die kennt ihr ja schon. Hier kann man nochmal die Folierung sehr schön sehen. Monument Valley mit einem aufgehenden oder auch untergehenden Sonne.